Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Ben and Ed. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Laser, Boxhandschuhe, Äxte, Messer. Was gab's denn da noch? Würfel, die uns entgegenschwingen. Und natürlich nicht zu vergessen, letztens ganze geschlagene 28 Minuten lang gesehen, das Bauklotz Wunderland. Gott, war das schön. Ich möchte unbedingt da wieder hinreisen. Nie wieder. Nie wieder. Boah, war das jetzt. Und alles nur, weil ich mich. Irgendwann werde ich mal testen, ob das wirklich so ist. Wenn man nicht auf den Knopf. Ich meine, dann kann man ja einfach rübergehen, wahrscheinlich an dieser einen Stelle. Ist ja auch egal. Weiter geht's hier im 12. Level. Das sieht nämlich auch sehr einladend aus. Aber zumindest ist es kein Bonus-Level. Das kann ja nur gut werden. Also dann. Genug gesagt, wie immer. Viel zu viel gelabert. Weiter geht's. Mit 18 mal Dosenfleisch, mit 5. Nee, 6 Checkpoints. Ab dafür. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Slice and fall. Fleisch. Oh, das fängt doch gleich mal. Wo kam denn der her? Ich verstehe. Au. Aber okay. Alles gut. Moment, wo ist die nächste? Gibt's keine nächste oder was? Doch, hier wäre sie gewesen. Oh. Au, ja, genau. Lass uns ein Level machen, in dem es Laser hat ohne Ende. Aber hier, am Ende. Ne? Da müssen nochmal Stacheln hin, weil er könnte ja heile unten ankommen. Also echt Entwickler. Moment, warum sind hier keine Stacheln? Ach so. So, einfach mal liegen bleiben, weil da kommen ja, glaube ich, auch Laser, oder? Nee. Auch nicht. Kann ich hier tatsächlich gefahrlos aufstehen? Gut. Gut. Da ist der Checkpoint. Schade. Das hätte ich auch schaffen können ohne. Oh! Hab ich gesehen, dass. Hä? Achso. Nee, nee, aber nee, 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 nee. Hier, Dosenfleisch. Wenn ich schon den Checkpoint nicht als gesamtes auslösen konnte. Ist da irgendwo ein Schalter? Weil, guck mal. Hier, das ist. Ach nee, hier ja auch. Nein. Okay. Das war jetzt volle Absicht. So. Okay. Alles gut. Soweit. Ach, das sind Zeitdinger. Wo ist denn die nächste? Hier. Ah! Moment. Ja, so. Das geht noch. Oh Gott. Moment, da kann ich nicht weit genug springen, oder? Oh doch. Cool. Oh, Dosenfleisch. Ich komme, wieso komme ich? Ah, jetzt. Ah, immerhin. Immerhin. Ist da hinten Dosenfleisch? Au. Oh. Ich hätte vielleicht auch kurz mal abwarten sollen, aber ich sehe die so schlecht. Okay, hier. Ah! Was? Moment mal, warum? Wo? Was?
bescheuert? Habe ich das geträumt? Nee. Nee, habe ich nicht. Hier. Okay, gut. So. Dann kann ich jetzt auch hier beruhigt weiter. Oh nee, das sieht wieder so nach den fallenden Bauklötzen aus. Au. Moment, kann ich den noch regainen? Okay, das macht keinen Sinn. Ich hab's begriffen. Ah, okay, 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 okay. Oh, nein! Ach, da ist ein Knopf. Oh. Ja, aber der muss ja für was anderes sein, oder? Oder ist er jetzt hinter mir? Nee, da komme ich ja gar nicht mehr hin. Das war ja da oben irgendwo. Das kann gar nicht für hier sein. Ach komm mal, das gibt's doch. Das. Hallo! Nicht, dass da noch irgendwas ist. Oh, lass mich raten, da kommt gleich eine Kugel auf mich zu. Mir gefällt das nicht, mir gefällt das nicht. Hm. Wo bleibt die Kugel? Ha! Nein, mir gefällt das. Ganz. Wofür war der Schalter? Frag mich auch gerade. Was zum Geier? Wo geht's hin? Oh nee, ach nee, ich hätte aussteigen müssen. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Okay, in welche Richtung? Da raus war's, ne? Ja. Ach, ihr wollt mich doch. Ihr wollt mich doch verarschen. Also wenigstens Dosenfleisch hättet ihr hier hinstellen können. Ich frage mich, ob der Schalter nur für diese Plattform war, den wir da vorhin mit unserem Kopf gedrückt haben. Alright. Ach, von da unten kommen wir. Ja, Moment mal, ich komme da jetzt nicht. Ich komme da nicht mehr hoch. Bin ich denn jetzt? Da war ich doch schon. Oder nicht? Ich will mich jetzt auch nicht aufstellen lassen, aber ich glaube, ich habe es eh schon verkackt. Denn ich hätte wohl. Ja, ja. Hm. Ich muss einfach hier ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ja, leichter gesagt als getan. Wegen genau sowas. Ah. Ja. Ach, jetzt hört doch mal auf hier. Lass mich doch mal in Ruhe. Gibt es doch nicht. Ich will da als Gesamtpaket rüberkommen, sonst. Das, ey. Das ist aber auch vom Timing her genauso. Ich meine, ja, macht er. Ach, Sinn. Ja, komm, ein Bein nehme ich auch noch. Nein! Fuck! Also, wie ich das Spiel halt manchmal hasse, ne? Komm! Ach komm! Ich dachte mir gerade noch, ja, Kopf allein macht dir nichts. Oh. Ich wollte mich durchrollen, aber. Ja, wobei, einen Fuß habe ich ja noch.
Das muss hier wieder hoch. Wisst ihr, wie das ist in meinem Alter? Mit einem Fuß? Bein eigentlich? Na wohl. Das halbe Bein ist ja noch dran. Hallo? Liftboy. Liftboy, wo bist du? So. Aber ich befürchte halt, dass ich da mit einem Bein auch nicht hochkomme. Schauen wir mal. Ah, doch. Hä? Was? Ach, Moment mal, dann muss ich... Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal? Oder kann ich... Ach, hier ging's weiter. Echt jetzt? Ah! Okay. Ich dachte, ich muss Backtracking betreiben. Ach, Mist. Ah, wobei, mein Körper sieht noch ganz gut aus. Warte mal. Ah, ja, okay. Hat sich... Boah, wie tief... Hat sich erledigt, wollte ich noch sagen. Es ist aber auch... Es ist nicht... Nicht ohne. Und ja, ich habe dann das Soßenfleisch gesehen, aber... Erstmal hinkommen. Ach, hier ist es. Au. Au! Au! Au, 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 au. Boah. Na! Ich wollte, ich hätte aufstehen müssen. Aua. Ach Leute, ey. Ich sag's euch. Man hat's nicht leicht als Zombie. So, bleib liegen, bleib liegen. Einfach nur mal liegen bleiben. Verdammt. Ja, ich weiß halt auch nicht, wo es weitergeht, ne? Boah, ist knapp. Ah, der Checkpoint. Ja. Vielleicht kann ich ja, vielleicht falle ich ja mal auf den Checkpoint. Versehentlich. Liegen. Ach, hier war hier gar keiner? Wenn ich schon mal hier bin. Ey, das ist doch nichts. Ach komm! Ja, und da unten geht es dann auch so richtig schön weiter. Ich freue mich schon. Sollte ich da Lebzeiten noch irgendwann mal runterkommen? Was ich mittlerweile fast schon ein bisschen bezweifle. Muss auf jeden Fall liegen bleiben. Ach komm! Ach ehrlich jetzt! Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das war, ja, das war doof. Springen sollte man schon. Das war knapp. Macht aber nichts. Verdammte Physik, ey! Bleib doch einfach wie ein... Betonklotz liegen. Oh, das gibt's doch nicht. Boah, das war... sehr riskant. Bleib liegen! Okay. Wo war denn jetzt die nächste Plattform? Ich sehe sie halt nicht. Ey, das ist echt... Das, also das ist schon ziemlich... Oh. Puh. Vor allem, man kann halt... auch nicht schlecht. Man kann halt den Körper nicht, also wenn man fällt und dann fällt er so hin, weil die Höhe zu, ich meine, das macht ja auch Sinn. Aber man kann ihn halt
nicht kontrolliert fallen lassen, im Sinne von... Oh, shit. Ja, das war doof. Also, das heißt, beim Aufprall durch die Physik natürlich... Oh, das war doof. bounce dann nochmal weg. Und... Oh, okay, das geht noch. Wie hier zum Beispiel... Ja, wie hier zum Beispiel. Ich prall halt auf... Lol. Oh, das war aber knapp am Checkpoint vorbei. Es ist echt nicht einfach. Vielleicht übersehe ich da auch irgendeinen Kniff. Vielleicht, wenn ich mich abrolle, aber dann rolle ich ja wahrscheinlich ins Verderben. Ja, das ist es halt. Genau das meine ich. Es ist eine Sache, auf so einer beschissenen Plattform zu landen, aber eine ganz andere. Oder falle ich da einfach immer eine zu tief? Nee, ne? Wäre da noch eine zweite dazwischen? Ich glaube nicht. So wie hier. Ich meine, das ist ja eine Höhe. Ja! Verdammte Physik! Echt jetzt! Echt jetzt! Vor allem... Nein! Gott! Das tut mir leid, Leute. Das tut mir so leid. Ich bin so scheiße. Ich versuche schon mittig zu landen, damit ich hin. Ja. Naja, wenigstens sind wir jetzt kompakt genug. Wo war denn die nächste? Muss ja hier irgendwo sein. No. Das Level. Gefällt mir ehrlich gesagt weniger. Nicht nur, weil ich zu doof bin, sondern einfach auch generell. Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Wahrscheinlich der völlig falsche Weg oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist echt ätzend. Also ich find's nicht gut gemacht. Also, was heißt nicht gut gemacht? Ich find's halt ätzend, dass man nach dem Aufprall... Wie gesagt, macht schon Sinn. Man bleibt ja selbst auf, wenn man stürzt. Ja gut, doch, das kann man nicht vergleichen. Das wär nicht fair, das zu vergleichen. Ah ja. Aber es ist eine nervige Sache. Weil man so derart zielgenau eigentlich versuchen muss, in der Mitte des Dinges zu landen. Also der Plattform, weil sonst hast du eigentlich fast keine Chance. Wenn du da irgendwo zu weit links, zu weit rechts, wirst du meistens gnadenlos runtergeworfen, würde ich noch sagen. Selbst ohne Beine ist es noch so. Bin ich kein Fan von. Das mag zwar ganz lustig aussehen, aber ne. Bin ich wirklich kein Fan von. Das ist echt was für Masochisten. Ganz ehrlich. Außer einer bin ich ja. Ein Grumpel. Ach, come on. Echt jetzt. Nicht so, als würde ich es nicht versuchen, ey.
Ja, klar. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich glaube, ich höre jetzt hier mal auf. Tut mir leid, dass das so lange dauert und ich kann auch nicht versprechen, ob das beim nächsten Mal dann auch schneller klappt. Ich werde mich natürlich bemühen, ich werde auch gleich nochmal ein Part aufnehmen, also ich bleibe gleich mal dran sitzen. Es hilft dir nichts, ich muss hier weitermachen. Na gut, dann, wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei und guckt mal, wie dieses Fiasko hier ausgeht oder zu Ende geht. Und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.